Weiter geht's mit Let's Play Mass Effect 3. Wir wollen uns heute, würde ich denken, einfach mal nach Runoch stürzen und dort ein bisschen was für die Quarianer machen, um gegen die Geth zu kämpfen. Ich denke, wir können eigentlich direkt mit dem Hauptquest loslegen, oder? Wir hatten jetzt, glaube ich, nicht so viel, was wir noch an Nebenaufgaben hatten, sodass wir uns jetzt ewig lang aufhalten müssten. Darum würde ich also vorschlagen, ich habe mir auch schon direkt neben Runoch geparkt. Ja, dann bietet sich das ja an. Wollen wir doch gleich unumwunden sofort losstürzen. Die Frage ist, gehen wir zuerst zum Geth-Com-Zentrum, um den Server abzuschalten, oder retten wir erstmal den Admiral? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, welchen Auftrag wir zuerst gekriegt haben. Lass mal erst den Admiral retten, glaube ich. Ist eigentlich auch egal, wie rum wir es machen. Wir müssen eh beides machen am Ende. So, Tali darf mitkommen, weil es um die Quarianer geht natürlich. Und daneben wünsche ich mir noch Garrus an die Seite, glaube ich. Nur mal kurz gucken. Genau, der hat die Überlastung auch mit. Nehmen wir doch die zwei. Bestes Team. Okay, bei den Waffen brauche ich, glaube ich, nichts ändern, aber bei den Fähigkeiten müssen wir mal schauen. Genau, da gibt es wieder ein paar Punkte zu vergeben. Zumindest ein wenig können wir wieder ausgeben. So, Dauer des Froststatus, Gruppenmitglieder, blablabla. Ist eigentlich egal. Komm, lass das ja mal. Ich benutze es ja sowieso nicht. Muss ich ja ehrlich zugeben. Okay, aber Garrus Betäubungsschuss können wir auffüllen, jetzt verstärken auf die höchste Stufe. So, Verstärkung. Sie können mit dem Betäubungsschuss Ziele verbrennen, einfrieren, stören, warpen oder ihre Panzerung durchdringen, je nach aktiver Munitionskraft. Oder Shredder erhöht 10 Sekunden lang den Schaden gegen organische Wesen um 100%. Ich glaube, ich nehme das. So oft haben wir nicht irgendwelche Munitionskräfte aktiv. Gut, haben wir noch 5 Punkte. Ja, lass mal panzerbrechend machen, komm. So, damit hat sich das dann auch schon erledigt. Und bei Tali? Sparen wir es uns noch auf, bis wir die Sabotage voll machen können. Los geht's. Commander Shepard, hier Admiral Zane. Haben Sie Sarkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Geth-Kanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Sie wollten den Krieg nicht und haben Ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Runoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zen? Admiral Zen! Das dürfte die Sache interessant machen. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Das riecht nach Ärger. Jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. So, wir sind also abgeschnitten von jeglichem Funkverkehr, das ist ja schon mal super. Störtürme, clever. Aber da müssen wir eben mal ein bisschen was gegen machen. Meteoriten ankämen. Sie wollen Meteoriten auf Runoch einschlagen lassen? Damit wäre jedes Leben unmöglich. Der Staub würde sich legen und die Anzüge haben sie ja sowieso schon. Garrus ist heute wieder besonders freundlich. Na gut, dann lass mal schauen. Geth Pyro? Oh nein, das sind... Nein, das sind doch hier Flammenwerfer-Typen, oder? Oh, da war eine Mauer im Weg. Na toll. So, wir schalten ihn trotzdem direkt mal aus.
Ich habe keine Lust, mich brutzeln zu lassen. Das muss nicht sein. Okay. Aber wir sind gewarnt. Es kommen Flammenwerfertypen auf uns zu. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Saal Corris anfunken, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Brennt euer Blut? Das ist ja abgefuckt. Okay, die Frage ist, müssen wir jetzt da lang oder? Ne, die andere Richtung, oder? Ach ne, hier drüben geht's glaube ich gar nicht lang. Okay, gehen wir einfach hier lang. Beschießen die mich ja einfach, so eine Frechheit. Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Ach, das war eine Mine. Ah, alles klar. Minen. Kinderkram. Da laufe ich drüber. Geth, unter uns. Was? Wartet, ich will nur kurz schauen. Ach, da vorne. Ah. Komm, lass mal gleich so reingehen. Und du fängst dir so eine. Okay. Die halten nicht so viel aus, habe ich das Gefühl, ne? Also, die Widerstandskraft der Geth ist relativ gering, muss ich sagen. Gut, es kommt natürlich eine ganze Masse von denen hier an, aber ansonsten, Schnauze, geht es eigentlich relativ gut gegen die. Haben wir noch mehr? Oder, achso, du bist bloß in die Mine reingelatscht wahrscheinlich, Tali, ne? Na gut. Stimmt, ihr musstet ja erstmal den langen Weg gehen, ich konnte ja gleich abkürzen. Dann lass mal weiterziehen. Jetzt kommen wir, glaube ich, so langsam zur Hauptstation. Ach komm. Abwehrgeschütze direkt vor uns. Okay, vielleicht können wir auch nicht den Sturmangriff einsetzen. Auf zur Flak! So, meine Freunde. Die Rakete geht ins Leere. Und ich komme gleich mal zu euch herüber spielen. Hehehe. Achso, das ist Garrus. Gut. Noch einer. Okay. Ich komme mal kurz hier rüber, denn hier liegt ja irgendwas für mich. Das nehme ich doch gerne mit. Sehen wir uns die mal an. Ja, ja, geht gleich los. Ich will mich nur mal ganz kurz umsehen. Ne, von da bin ich gekommen, ne? Ich will mich noch mal ganz kurz umsehen, ob wir hier nicht vielleicht noch ein bisschen was einsammeln können. Für Nebenaufträge und so. Und da oben sehe ich auch schon was. Das will ich mir da gleich noch mal holen. So. Sturmgewehrmagazin-Upgrade und ein Medikit. Ja gut, das Medikit wäre jetzt nicht so wichtig gewesen, aber das Upgrade, warum nicht? Sagt mal uns gern ein. Gut, hier drüben noch was? Nicht so, okay. Dann aktivieren wir mal die Konsole und deaktivieren die Flak. Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Ach, das übliche Spiel. Naja, unsere Technikerin halt, ne? Tali. Tali, das ist ihr Job. Kein Problem. Dazu bist du doch mit. Oh, hier liegt noch was, okay. Oh, was habe ich denn jetzt gefunden? Lass mal ausprobieren. Ha, 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 ha. Sieht sympathisch aus. Okay. Ich kann nicht angreifen? Wieso kann ich nicht angreifen? Jetzt. Das hat ja gedauert. Was war denn da los? Es hakt irgendwie. Ich komme ja nicht weg aus der Ecke. Hallo? Ich konnte gerade überhaupt nichts machen. Das war total cool. Ich habe gerade total festgesteckt. Ich konnte auch keinen Skill benutzen und naja, warum nicht? Dann stirbt man halt mal. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Ich nehme trotzdem wieder die Geth Spitfire mit. Da kommen Geth! Die scheint ja ganz interessant zu sein. So, erstmal den kleinen Scheiß hier wieder beseitigen. So, und diesmal vielleicht ohne hängen zu bleiben, das wäre schon cool. Ah, der große hier war das, ne? An dem ich gerade hängen geblieben bin. Sympathisch. Sympathische Waffe. Oh. Hallo, mein Kleiner. So. Den Rest machen wir dann vielleicht lieber so.
Okay, und damit haben wir es dann auch geschafft gegen ihn. Ja, gegen die Kommandanten sollte man vielleicht nicht gerade im Nahkampf ran. Komm hier, zeig dich mal. Okay. Haben wir es soweit erstmal? Unser Ziel? Der Geth-Turm. Los geht's. Was haben wir denn hier? Achso. Mal wieder eine Mine, na dann. Ist natürlich schön, dass ich dann trotzdem reinlatsche, obwohl ich sie sehe, aber egal. Passt schon. Tja, die Quarianer scheint es alle erwischt zu haben. Ach ne, das sind alles Geth hier. Nur das eine da oben waren Quarianer, hä? Gut, aber Geth bluten nicht, also hier muss noch jemand sein. Shepard, hier ist jemand und er lebt. Oh, sogar lebendig. Okay. Sie haben meine Nachricht empfangen, aber ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn Hatzt. Ich säubere Maschinenteile. Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Bewegen Sie sich nicht. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dawn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn... Sagen Sie, Jonah, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dawn Hatzt, was Runoch. Auf zu diesem Turm. Was Runoch? Der Erste, der sich wieder so nennen kann. Oder der Erste, der wieder so genannt wurde, sagen wir es vielleicht mal so. Ich meine, gibt es da noch andere, die es wieder auf die Heimatwelt geschafft haben. Okay. Noch mehr Flachs abzuschalten? Ich glaube, das wird gleich wieder ein heißer Tanz hier gegen die Geth. Wobei es momentan noch ziemlich ruhig aussieht, erstaunlicherweise. Geht die Party erst los, wenn wir das erste Flakgeschütz abschalten, oder? Nein, natürlich nicht. Na gut. Dann wollen wir mal. Wow! Komm, lass mal hier. Oh, fuck you. Das habe ich zu spät gesehen, dass die hier richtige Geschütze haben. Das meint er also mit Geth-Geschütze. Ich dachte, da ist wieder irgendeiner, der mit, keine Ahnung, mit einer relativ schweren Waffe umgeht. Aber dass dann wirklich ein festes Geschütz da steht, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Das ist halt der Nachteil am Frontkämpfer. Man stürzt sich wirklich direkt in die Scheiße rein, ne? Ich kann es nicht... Hallo? Ich kann mich nicht... Ich habe mal wieder festgesteckt. Interessant. Gut, das läuft toll. Ich weiß halt nicht, ob ich mich dort so reinstürzen soll oder ob ich erstmal aus der Ferne draufballern soll. Das Problem ist, wenn ich mich nicht reinstürze, geht halt jemand anders ans Geschütz und schießt auf mich. Von daher bin ich nicht ganz abgeneigt, das weiterhin so zu machen. So, nee, ich kann aber... Wieso hänge ich denn da immer fest? Ich konnte mich wieder nicht bewegen. Ist das irgendwie ein Bug, dass ich, wenn ich an das Geschütz rangehe, mich nicht mehr bewegen kann? Das ist total merkwürdig. Hm. Naja. So, komm, jetzt aber. Dann wüten wir halt mal so ein bisschen rum. Scheißegal hier. So, erstmal auf den Pyro-Typen. Ich hasse Flammenwerfer-Typen. Komm, hier. Klappe halten. Zumindest ist keiner am Geschütz, das ist ja schon mal ganz gut. Bin mir halt nicht sicher, ob ich mich jetzt da ranwagen soll an das Ding. Es ist ja sicherlich gewollt, aber wenn ich mich jetzt wieder festbagge, ist das uncool. What the fuck? What the fuck?
Wo kam der eigentlich her? Ich meine, ich hatte doch alles weggeräumt dort um das Geschütz rum. Es ist schon ein bisschen nervig gerade. Nur so ein bisschen. Okay, es scheint aber nicht schlecht zu sein, wirklich sich direkt reinzustürzen und erstmal dafür zu sorgen, dass sie eben nicht direkt zum Geschütz kommen. So, erstmal den Pyro-Typen wieder weg. Okay. Dann bleibe ich halt erstmal in der Nähe des Geschützes und räume hier alles weg. Ne? Komm, Klappe. Den holen wir uns noch. So. Oh, hallo. Gar nicht gesehen, dass du ja noch da bist. Okay. Dann probieren wir das mal. Ich glaube, jetzt funktioniert's. Na, kommt raus, meine Kleinen. Willst du denn spielen? Hm? Wo ist denn der eine? Oh, das ist Garrus. Tut mir leid. Ich hab mal wieder Garrus beschossen. Es ist ja auch nichts Neues. Okay, das war jetzt irgendwie reichlich sinnfrei mit dem Geschütz, muss ich sagen. Meint ihr das Geschütz? Nee, ihr meint schon die Flak, ne? Das ist mal ein Oschi. Das nenne ich mal ein Gerät. Halt, was haben wir denn hier Schönes? Eine neue Brustplatte. Naja, gut. Ich benutze ja eh meistens die Komplettsets, von daher unnötig. Aber wir nehmen es natürlich trotzdem mit. Wer soll das Geschütz übernehmen, Shepard? Tali! Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. So. Kommen jetzt neue Gegner? Das Geschütz bemannen, Shepard. Ja, ich bin schon dabei. Ich hoffe, du meinst auch das hier. Geh im Anmarsch! Es ist ungünstig, immer unspezifisch von Geschütz zu reden, wenn es eine Flak und einen MG gibt hier. Wir halten einfach mal drauf. Das wird schon laufen. Komm, mein Kleiner. Stell dich dem direkten Duell. Garrus, bist du noch irgendwie mit von der Partie? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, Garrus hat keine Lust mehr. Nö, Garrus steht einfach nur. Warum auch nicht? Das kriegen wir auch so hin. Holen wir uns das letzte. Wunderbar. Geld an der Tür. Oh, komm schon. Ach, so weit rum kommst du nicht mehr. Das ist ja auch toll. Jetzt krieg ich dich. Sehr gut. Okay. Dann lass uns vorstoßen. So, irgendjemand schon in Sicht heute? Ja, natürlich. Bonjour, mein Freund. Ah, auch hier wieder mit Geschütz, natürlich. So. Ich muss mal kurz schauen, dass hier noch niemand dran steht. Okay, wie rum kann ich denn... Ja, na klar. Das ist logisch, dass das Ding sich so rumbewegen lässt. Dann müssen wir den Pyro eben erst nochmal so ausschalten. So. Jetzt kann es von mir aus losgehen. Wenn ihr mir sagt, von wo aus die Geth denn kommen. Wenn sie kommen. Das Geschütz ist total seltsam. Das ist nur in die Richtung ausgerichtet. Weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber wir scheinen sowieso erstmal Ruhe zu haben. Tali, dein Job. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Na, wer wohl? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Okay. Neue Runde, neues Glück. Wir werfen uns ans Geschütz und ich hoffe mal, sie kommen auch wirklich von da, die Geth. Ja. Okay. Oh ja, den Kommandanten sollte ich vielleicht mal als ersten aus dem Weg räumen. Gut. Lass dir Zeit, ist alles gut. Ich hab Spaß. Die Geth nicht so, wie es aussieht. Es scheinen keine neuen mehr so wirklich nachzukommen. Oder? Keine Ahnung. Ich sehe niemanden mehr. Ich meine, es scheint ja noch jemand da zu sein, denn Garrus ist ja auch beschäftigt, aber zumindest mit diesem tollen Geschütz, das einen super Winkel hat, findet man nichts mehr. Kommen jetzt wieder neue von da?
Oder war das der eine? Das Geschütz ist offline. Okay, es war der eine. Ich gebe dem Shuttle Bescheid. Wunderbar. Eine sehr rustikale Art, das Ding auszuschalten. Sind Sie da? Dawn! Hier ist Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Bleiben Sie zusammen. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Tja, wir brauchen einen Friedensstifter. Das stimmt allerdings. Den gibt's ansonsten nämlich nicht mehr bei den Quarianern. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Es ist nur dann zu spät, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Vorfahren! Vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Oh, nett. Da ist der Admiral. Wir müssen uns beeilen. Hab ich gesehen. Dann wackel bitte nicht so, dann ist es einfacher für mich. Okay. Mal direkt nachladen, solange keine Gegner kommen. Gehen Sie in Deckung. Oh, da! Gut, wenn es nur die Sache mit dem Geschütz ist, das kriege ich hin. Alles klar. Admiral, kommen Sie! Das hätte schief gehen können. Willkommen an Bord. Shepard, meine Crew. Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt Ihnen ein Trost war. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Und, werden die zivilen Captains bleiben? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann? Nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte Ihr Volk Sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Wenigstens einer, der vernünftig denkt in dem Haufen.